Die British Kurzha ist ein schönes Wesen, das eine große Fangemeinschaft hat. Allerdings hat auch die BKH ihre rassenspezifischen Charaktereigenschaften, die sie unbedingt beachten sollten. In diesem Video besprechen wir ein paar Fehler mit ihnen, die sie besser vermeiden sollten. Die British Kurzha ist ganz und gar nicht gern alleine. Wenn also bei ihnen tagsüber niemand zu Hause ist, könnte das nicht optimal sein. Es gibt allerdings ein Gegenmittel, mindestens eine zweite Katze. So können sich die zwei Gesellschaft leisten und es kommt weder Einsamkeit noch Langeweile auf. Im Optimalfall kriegen sie direkt ein Geschwisterpaar eines Wurfes, das ist aber leider nicht immer möglich. Die BKH hat ein wuchtiges Erscheinungsbild, das lässt sie auf Fremde manchmal dicklich wirken, ist sie aber nicht. Sie wurde früher gehalten, um Ratten und sogar etwas größere Jäger aus den Scheunen und dem Haus fernzuhalten. Daher kommt auch der sehr ausgeprägte Bewegungstrieb. Obwohl die Kurzha eine gute Hauskatze ist, die es nicht so stark nach außen zieht wie andere Rassen, braucht sie unbedingt ausreichend spielerische Bewegung. Kratzbäume, Katzentunnel und ausreichend viele und abwechslungsreiche Klettermöglichkeiten sind deshalb unbedingt nötig, wenn sich ihr Vierbeiner nicht langweilen und vor allem Übergewicht ansetzen soll. Halten Sie die BKH nicht für dumm oder gar für krank, wenn sie extrem ungeschickt ist. Denn das liegt in ihrer Natur. Wenn ihr Vierbeiner von der Couchlehne fällt, beim Herumtoben gegen die Wand rennt oder sich gar überschlägt, dann liegt das absolut im Rahmen des Gewöhnlichen. Ihre BKH geht damit aber souverän um und wird mit Sicherheit nicht in Selbstmitleid verfallen, wie wir Menschen das gerne manchmal tun. Schließen Sie Ihre British Kurzha nicht von Ihren Aktivitäten aus. Diese Rasse ist bisweilen fast so anhänglich wie mancher Hund. Sie sucht häufig ihre Nähe und das auch nachts. Am liebsten möchte sie mit im Bett schlafen. Es ist absolut legitim, wenn Sie das nicht möchten. Sie sollten sie dann aber zumindest in Bettnähe lassen und auch sonst die Türen so häufig wie möglich geöffnet lassen, damit sich ihr Vierbeiner nicht ausgeschlossen fühlt. Nehmen Sie Ihre BKH nicht so oft auf den Arm. Klar, auch innerhalb einer Rasse sind nicht alle Katzen gleich, aber in der Regel mag die British Kurzha es nicht so gerne auf den Arm genommen zu werden und windet sich schnellstmöglich wieder heraus. Respektieren Sie dieses Verhalten und genießen Sie die Liebe, die sie Ihnen auf anderem Wege zukommen lässt. Welche speziellen Eigenschaften kennen Sie noch, die die BKH auszeichnet? Schreiben Sie es gerne unten in die Kommentare und abonnieren Sie diesen Kanal, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.